Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Derail Valley. Ich habe mal ein bisschen Geld gesammelt, im Sinne von, ich habe ein paar Aufträge gemacht. Und ja, wir haben jetzt die Lizenz für die L60 Stampflokomotive. Und die habe ich mir aus dem kleinen Werk mal hierher teleportiert. Wir sind jetzt momentan, wo sind wir denn eigentlich? Ah genau, da bei GF rechts oben. Wir haben einen Rangierauftrag. Das ist der hier. Wir sollen aber B2S hier die ganzen Wagen ankuppeln. Dann kommt hier noch ein Wagen dran von D1S. Und das nochmal beladen und dann wieder abstellen. Und ich denke mal, das ist ein ganz guter Auftrag mal für die kleine Dampflok. Da müssen wir mit der mal ein bisschen warm werden. Gut. First things first. Wir müssen die wieder warm machen. Beziehungsweise sie ist eigentlich warm. Sie ist jetzt ein bisschen gestanden. Ich habe mir auch so eine nette Laterne hier geholt. Die kann man sogar einstellen. Ist irgendwie geil. Dachluke ist offen. Kann man auch auf und zu machen. Und ich würde sagen, wir machen hier mal Feuer. Schaufel. Komm mal her. Das geht jetzt wesentlich einfacher. Als in der vorherigen Version. Okay, voll Feuerzeug. Müssen wir nicht mehr reinschmeißen. Und dann muss das Feuer jetzt hier eigentlich nur noch auf Temperatur kommen. Machen da mal zu. So, was wir noch machen müssen ist, wir gehen einmal nach draußen. Denn hier vorne müssen wir hier einmal die Pumpe anmachen. Für die Bremsen. So. Und dann noch Elektrik. Da kommt der Generator. Aber ist jetzt die Pumpe hier mit an? Sollte eigentlich mit an sein. Südeli. Druck ist da. Feuertemperatur steigt. Können wir eigentlich gerade ein bisschen was reintun. Ja, Überdruckventil. Was haben wir so? Abschlapp. Was? Na, Abschlammventil. Hilfsbläser haben wir hier noch. Ja, unser Schauglas, Wasser-Ejection, dann haben wir hier Scheinwerfer-Einstellungen. Wir haben hier Leutwerk. Und die Dampflok hat Scheibenwischer. Ich warte das allererste Mal, dass ich auf einer Dampflok Scheibenwischer sehe. So, Beleuchtung hier drin. Können wir jetzt erstmal anlassen. Kann ich dich jetzt erstmal wegnehmen. Handbremse, eh klar. Kohle, das war's. So, was ich jetzt gerne machen würde, ist diesen einzelnen Waggon würde ich gerne schon mal da irgendwie dran bringen. D1S, was sind das für Gleise, wo wir hier stehen? Das ist alles B. Wo ist die? Das ist vermutlich hier hinten, oder? Mal kurz gucken. D3, D1S. Habe ich das jetzt gerade falsch geschaut? Nee. D1S, CBX 453. Das ist der Kollege da, der hier einzeln steht. Alles klar. Und der ganze Rest. D2S. Okay, dann B2S. B war ja hier. Das ist dann das hier, oder? Ja, dann holen wir erstmal den einen Einzelnen da hinten. Und bringen den mal hier dran. Sind wir denn hier soweit komplett? Das ist 865 und 052 auf der anderen Seite. Ja, das passt. Okay, dann holen wir uns mal den einen Einzelnen Wagen. Stichwort rausfahren. Kommen wir hier hinten raus? Ja, kommen wir. Alles klar, dann fahren wir hier einmal durch den Bahnhof durch. Südele. Zylinderhähne. Offen, glaube ich, ist in die Richtung. Richtungswende nach hinten. Bremsen gelöst. Pfeifen. Pfeifen.
Ah, oh, geil. Okay, los geht's. Ah, Handbremse. Okay, sehr geil. Leute, wir fahren mit einer Dampflok. Button fest. Gut. Jetzt sieht ganz schön gut. Sehr cool. Ah, ich hoffe. Ja, gut, wo mit dem Gesseldruck, glaube ich, werden wir jetzt hier nicht wirklich Probleme kriegen beim Rangieren. Sind die schon 30? Was krass. Hahaha, gebt euch mal den Rauch, ey. Nicht schlecht. Ich sollte mal wegen der Weichen gucken. So, wir gehen mal hier mal ein bisschen nach vorne. Du bist schon mal falsch. Du bist richtig. Du bist falsch. Ja, das glaube ich schaut gut aus. B1. D1S war das. Ja, okay. Alles gut. Zurück zu unserem Dampflok. Boah, dieser Qualm. Sehr geil. Jetzt müssen wir nochmal auf die Strecke schaffen. Oh, was macht das? Oh, scheiße. Da brauchen wir noch ein bisschen was. So, bremsen hin. Ein bisschen mehr bremsen, danke. Aber das hat ein bisschen gekracht. Aber wir haben die da hinten noch nicht berührt. Okay. So, einmal anstecken hier. So, einmal auf. Ist jetzt mit der Pumpe, fährt jetzt mal an. Nö, hier ist immer noch glücklich. Okay, nach vorne. Einmal gelöst. Und jetzt werden wir doch mal mit diesem Quergleis darüber fahren. Und schauen, dass wir bei dem Konsistor hinten reinkommen. Gut, Abfahrt. Wie jetzt? Ach, shit. Handbremse. Ganz vergessen, dass die immer angezogen ist. Da ist mal ganz das Wasser hin. Ah, nee, das ist da schon noch drin. Das sah jetzt noch ein bisschen komisch aus. Oder? Ja. So, da. Das Gleis meinte ich. Da werden wir gleich rausfahren. Das reicht.
Weichen. Funkgerät. Weiche. Einmal so. Dann machen wir es gerade mal komplett kontrollieren. Das schaut gut aus. Fahren hier wieder raus. Und kommen dann hier rein. Moment mal. Können wir dann... Wir könnten eigentlich... What in the fuck war das jetzt? Was? Was? Warum? Warum hat sie jetzt den Kessel zerrissen? Was war denn jetzt nicht gut? Was zum... Oh! Okay! Ich glaube, das wird teuer. Wie viel Geld habe ich noch? 2560. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich meine, das Überdruckventil geht ja sowieso die ganze Zeit ab. Wasser war drin. Okay. Ich glaube, ich habe ein neues Thumbnail. Okay, das ist jetzt ein Problem. Könnten wir das reparieren, bitte? Aua. Gebühren. Na, für die vielleicht. 2786. Geht sich das aus? Fuck. Es geht sich genau nicht aus. Ah, so ein Shit. Nee. Ja, fuck. Ich meine, der Auftrag bringt richtig viel Geld. Aber ich muss den jetzt hier irgendwie fertig kriegen. Ich glaube, wir machen eine kleine Rest-Kommission jetzt. Ich glaube, wir nehmen mal dich, weil du ein bisschen einfacher bist jetzt. Ah, so ein Scheiß. Hier mal ein bisschen Druck haben. Und dann hoffe ich, dass ich die überhaupt abschleppen kann. Ach Mann, ich wollte eigentlich Dampflok fahren. Ich muss dann echt immer nachgucken, was ich falsch gemacht habe. So heiß? Nee, ich weiß nicht. So, jedenfalls die Dampflok, die müssen wir jetzt mal wohin bringen, dass sie nicht im Weg umgeht. So, kleines Stückchen noch. So, den Wagen, glaube ich, hat das vermutlich mit erwischt, ne? Ach, ich sehe gerade. Den hat es entgleist. Okay. Da muss man ein bisschen nach hinten fahren. So, unser Tool zum Entgleisen hier. Weichen die Arbeitszug entfernen, aufgleisen. Ja, du hier bitte mal. 1900.
Ich bin arm. So, was kostest du? Unzureichende Mittel. Ich glaube, das Gleis ist jetzt vorerst mal gesperrt. So ein Scheiß. Okay, dann haben wir wenigstens den, den wir für den Auftrag auch brauchen. Ich hoffe, ich komme mit dem ewig langen Zug hier überhaupt. Oh, Scheiße, nee, das wird ein Problem. Ich komme mit dem ewig langen Zug hier da gar nicht rein. Ich glaube, wir werden mal probieren, ob es geht. Ob wir die ein bisschen aus dem Weg drücken können. Okay, einmal aufmachen und aufmachen. Und dann probieren wir das mal ganz vorsichtig. Ich glaube, da ist die Handbremse noch drin. Wo war das da? Ja. Jetzt geht gar nichts mehr. Weil wir schon dran... Oder habe ich die Handbremse jetzt angezogen? Okay, also das mit dem Weiterschieben funktioniert nicht. Sehr geil. Ein bisschen mehr Schmack ist. Ist nicht. Okay, okay, shit. Ah, wo muss denn das jetzt final hin? Nochmal gucken. D1S, Schritt 2, B1L beladen. Das ist irgendwo da hinten. Warum ist es auf D40? Das ist hier hinten. Aber das geht sich nicht aus, das ist so... Ja, außer ich mach's irgendwie... Außer ich teile den Zug dann auf. Ach, das ist doch jetzt kacke. Ah, wisst ihr was, liebe Leute? Ich glaube, wir starten nochmal durch. Dass die Lok jetzt da steht, das ist jetzt total beschissen und vor allem ohne Geld. Wir machen da einen kleinen Cut und wir sehen uns dann an dem Punkt, wo ich mit der wieder zurückfahre und den Wagen da hole. Und dann unser eigentliches Manöver machen. Und währenddessen werde ich nochmal schauen, was ich falsch gemacht habe mit der, warum es da den Kessel zerrissen hat. Also, bis gleich. Okay, liebe Leute. Wir hatten tatsächlich kein Wasser mehr. Ich dachte, dieser Schatten da oben wäre das Wasser, weil es so dunkel ist. Aber nein. Wir sind wirklich... Ja, hochgelaufen. Und dann hat es natürlich den Kessel zerrissen. Ja, sehr schlau. Also ich habe das jetzt nicht alles nochmal gemacht. Ihr war Gott sei Dank also hier autosave. Und ja, wir fahren jetzt weiter nach vorne. Okay, es muss wirklich schön blau sein. Sonst ist nichts hier mit Wasser. Das Feuer noch gut? Ja. Ah, das war noch eine Frage der Zeit, bis im Devil Valley hier irgendwas passiert. Muss man wirklich beobachten, wie schnell hier das Wasser wieder runtergeht. So, bremsen bitte. Ja, und ich brauche definitiv mehr Geld auf Reserve. So, also. Die ganze Übung hier nochmal. Gleiche. Ich glaube, hier waren alle okay. Das war auch okay. Und... ist hier so. Okay. Jetzt machst du dich nervös, wenn das da dringend so rumqualmen tut. Wasser ist okay, passt, rückwärts.
einmal lösen. Oh, muss ich vielleicht den... Okay, naja, OBS ist okay. Und los geht's. Nice, das funktioniert. Oh, cool, das bewegt sich sogar beim Fahren. Sehr cool. Ich sehe nichts. Guck mal, die Außenansicht. Oh, sehr cool. Ja, sieht schon schön aus. Kann man nichts sagen. Kann ich die eigentlich auch hier fernsteuern? Sache. Schon cool. Okay, wir gehen nochmal wieder rein. Wir sollten vielleicht ein bisschen bremsen. Ja, bremsen. So, wie schauen wir aus? Oh, ein bisschen noch. Ich glaube, da können wir uns dann so hier hinstellen. Machen wir mal den hier. Oh, ein Stückchen hoch. Stückchen hoch. Und rein da. Nice. Okay. Einmal auf hier. Und einmal da auf. So, und hier müsste dann eigentlich auch wieder die Handbremse irgendwo an sein. Da schon mal nicht. Cool. Der fährt ja auch. So. Hier ist sie. Nochmal den ganzen Verband überprüfen. Schritt 2, Schritt 1, D1S, CB43, wir haben dann 052, 853, 140, das passt, 870 müsste das nächste sein, jo, 526, ah 562, Entschuldigung, CBX133, passt auch. 345, 865 und 453. Das Ganze beladen bei... Moment. Abkuppeln, beladen. B1L. Wo ist B1L? Ach, das ist gerade das Nachbargleis hier. Ja, okay. Dann... Einmal weiß ich, haben wir den hier. Gut, gut, gut. Machen wir hier mal raus. Wasser ist okay. Einmal nach vorne. Bremsen sind gelöst. So, einmal Signal. Im Moment. Machen das so und jetzt Gas. Und Scheinwerfer kann man manchmal nach vorne machen. Dieses Wassergeräusch dazu ist ein bisschen schräg. Da wir jetzt schon wieder Wasser drin haben. Wenn die Zylinder nicht kaputt machen. Okay, nice.
So, ich glaube, das müsste mir passen. Schauen wir mal raus. Jo. Okay, dann einmal hier wieder gerade. Dankeschön. Hallo? Hallo? B1L. Alles geladen. So. Weiter mit dir. Machen wir die wieder auf, wenn du da so kritisch bist. Oh Scheiße, Feuer ist wieder fast leer. Jetzt ist mal jetzt kaum was gemacht haben. Ich glaube, wir könnten eigentlich offen lassen. Aber das Feuer muss eigentlich nicht so auf maximal. Ah ne. So zieht es erst recht durch. Oder? Schau mal aus. Können wir da gleich mal anhalten hier? Ich glaube ja. So, der Kollege hier wieder auf. So, oh shit. Was passiert, wenn ich mich da hinstelle? Da passiert nicht sehr viel, außer dass ich dann reinglitsch. Wo ist das Terminal zum Entladen und Beladen? Hä? Wo ist das Terminal? Das dürfte ja eigentlich nicht weit weg sein. Was ist das hier? Ah, ja. So, Beladen. Ja, ja, komm, tu mal Beladen. Brauche alle Wagen auf dem Gleis. Oh, bin ich dir jetzt da zu weit gefahren? Ja, okay. Gut. Dann ziehen wir halt noch ein bisschen nach vor. Gern in die Lok rein. Dankeschön. Aber nur so ein Mühe. Sagen, bis die Lok bei dem vorbei ist und dann probieren wir es nochmal. So, beim Sehen. Okay. Komm, die laden. Okay, ich glaube, das war's. Wir können da leider nicht reingucken, ob das Laden ist, oder? Wir müssten sagen. Okay, Ladung 100%, Fahrzeug 91,8%. Warum hast du 91%? Sag mal 100. Okay, wir hätten das jetzt mal erledigt. Von der Aufgabenstellung her, abkuppeln auf D40. Da konnten wir die Weichen schon mal einstellen dafür. Sprich, der Kollege gerade. Und D40. Auf D40 stehen Wagen. Es ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig.
Die Wagen müssen erstmal woanders hin. Also, was hätten wir das freies Gleis? Das da. Aber dann kommen wir mit der Dampflok nicht mehr raus. Wenn wir das da hinstellen. Eigentlich. Ah, ich habe so eine Idee. Wir werden mit der Dampflok da reinfahren, werden das da hier. Nee. Auch gar keinen Sinn. Doch, wir fahren mit der Dampflok da rein, ziehen die runter und werden die dann temporär mal hier auf das Gleis darstellen. Ziehen den anderen Zug rein, mit der Dampflok wieder raus, gehen da wieder ran und drücken das wieder rein, so ungefähr. Soll heißen, wir fahren erstmal solo. Beziehungsweise ein kleines Stück können wir eigentlich die Wagen mitnehmen. Zumindest bis nach da vorne. Südli, was macht's Wasser? Wasser ist zu voll. Das ist nicht so geil. So, einmal lösen, dankeschön. Feuer. Südli. Soll nicht so heiß brennen hier. Okay, man merkt, sie muss jetzt ein bisschen arbeiten. Oha, jetzt schnauft sie. Okay, ja, wir müssen mit der mal unbedingt auf der Strecke fahren mit Speed. Vielleicht das nicht mit was so schweren wie dem da, aber etwas kleinerem. Wieder. Ja, doch, der Sound gefällt mir. So, das war's dann, glaube ich, auch schon. Wir bleiben da vorne mal stehen. Hier so. Und dann einmal abkugeln. Zödele, ja, ich glaube, da lassen wir offen. Und weg hier. Okay, deswegen braucht dann das Rangieren ein bisschen länger, nachdem wir hier erstmal Platz machen müssen. Und tschüss. Ja, die 4-0. Hat mal jemand ausprobiert, was das Maximale für die Kurve da ist? Ich glaube, 30 fühlt sich irgendwie safer. Schneller würde ich jetzt mal nicht machen. So, das müsste jetzt ja eigentlich alles passen. Jo. Machen. Gut, gebremst dich schnell. Einmal auf die 4-0 bitte.
was macht den Lok, wenn ich runterfahre, die Richtung ändern? Okay, funktioniert. Das ist mir nicht allzu unmöglich. Sag mal, Wasser will auch nicht irgendwie runtergehen. Und jetzt auf den letzten Meter einfach keinen Scheiß machen. Schaden mit Fußsachen. Und? Sind wir dran? Oh, geil. Punktlandung. Das freut mich. So. Einmal auf und einmal auf. Und? Hast du die Handbremse? Yes. Moment mal. Das ist ja ein ziemlich kurzer Verband. Können wir den nicht irgendwo anders reinschmuggeln? Ich meine, wo hätten wir denn hier noch ein bisschen Platz? Ja, der auf die Nachbargleisen ist noch ein bisschen was frei. Wir könnten es eigentlich gerade eins nebenan machen. So, bei dem blauen hier. Ich glaube, das machen wir. Ich bin jetzt aber hier schon auf die 4-0, oder? Ja. Ja, okay, wir stellen das alles mal aufs Nachbargleis. Das ist ja gerade ein bisschen einfacher. Südli. Einmal Ritual BD. Und los geht's. Pfeife vergessen. Ich glaube, immer wenn dieses Wassergeräusch kommt, dann haben wir Wasser in den Zylinder hin. Ah, in den Zylinder. Ene, sondern in den Zylindern, so. Die Zylinder hin sind zum Aufmachen. Gleich mal. Ah, ich sehe wieder nichts. Ah, da. Okay, einbremsen. Wunderbar. Hybrid. Ah, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal einen auf Rangierbegleiter. Dazu werden wir mal das Menü hier nutzen. Gehen wir mal auf den vordersten Wagen hier. Welche Weiche hast du jetzt? Bleib bitte so, wie du bist. Dankeschön. Ich möchte jetzt da nicht entgleisen. So, also. Wir möchten da rein. Was? Nein? Was machst du? Ich wollte eigentlich nur die Weiche da anklicken. Und mal die Lok jetzt mal ein bisschen fernsteuern. So, einmal nach da oben. Los geht's. Und dann sollte sie eigentlich losfahren. Oi. Wo ist die Schmierölpumpe? Nach der habe ich nämlich schon gesucht und habe sie nicht gefunden, aber ich kann sie hier anmachen. Schmieröl wäre ja schon nicht verkehrt, wie das an ist. Wenn wir dann gleich nochmal nachsehen. Es ist jetzt eigentlich nicht das gleiche, wo ich es hinhaben wollte, aber ist jetzt nicht egal. Hab
Hauptsache, die sind aus dem Weg. Ist eigentlich auch nur spannend, so zu fahren. Ein bisschen zu viel. Da müssen wir noch mal ein bisschen rein. Wenn wir gerade wieder die Pumpe mal arbeiten. Außer was ganz cool ist in dem Menü ist, wir können da die Wagen kuppeln. Komm, drück mal ein bisschen. Meter noch. Okay, dann wären wir hier dran. Braucht eigentlich eh nicht mehr viel, oder? Oder sind wir de facto im Gleis drin? Ja, ein bisschen nach hinten tun wir. Handbremse lösen beim letzten Morgen. Und dann mal rein hier. Na komm. So, das reicht. Rein mit der Bremse. Da machen wir gerade schon mal die Handbremse rein. Und wir koppeln ab. So. Hätten wir mal ein bisschen gecheatet. Und jetzt unsere eigentlichen Wagen. Wie schauen wir hier aus? Oh, wir haben da kein Feuerwasser mehr. Das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Okay, ja, ich glaube, wir sind voll. So, hier mal wieder zu. Gott sei Dank ist noch ein bisschen was drin gewesen. Wasser ist okay. Abmarsch, nach hinten. Wobei, Bremsen lösen wäre natürlich auch noch hitverdächtig. Okay, so müsste, glaube ich, wirklich geschossen sein. Und wenn das nach oben geht, dann ist offen und er müsste hier heißer werden. Ja. Bleibst du mal oben. Oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob jetzt auch nach unten zu ist. Finde ich noch heraus. Und unsere Wagen. Da hinten. Sehr gut. Und dann hätten wir es geschafft. Da kriegen wir nochmal 11.000 oder so. Wie viel waren es? Ja, ganz am Anfang. 12.000. Oh, bremsen. Ja, das war ein bisschen fester. Grenzwertig. Okay, ist wieder offen. Hast du jetzt einen Schaden gekriegt deswegen? Das ist, glaube ich, genau wie vorher. 91,8. Lockwissen bei dir mit dem Schaden? 100%. Geil. War nicht so viel. So, D4-0. Einmal auf. Los geht's.
Und ich glaube, ich werde mal kurz nach vorne laufen und das nochmal richtig einstellen. So, das müsste ja eh nur das hier sein. Und dann passt es. Ah, Derail Valley im Multiplayer. Das wäre schon noch witzig. So, müssen ja die Lichter an sein. Wunderbar. Ich glaube, nach unten ist zu. Oh, da kommt auch alles mit. Sehr gut. Ja, geil. Und genau zu dem Zeitpunkt, wenn wir aufhören, fängt der Regen an. Oder machen wir das Ventil hier mal ein bisschen auf. Ich will hier nicht nochmal eine Explosion haben. Ach man, dass wir dann das Wasser so schnell verloren haben. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Explosion beim Rangieren. Mal schauen, wie ich die Episode nenne. Vielleicht explosiv oder so. Ja, wobei, nee, da kommt man vielleicht drauf, dass es dann eben genau das passiert. Mal gucken. Was fällt mir da schon ein? Södele. Ob das jetzt weit genug ist, werden wir gleich sehen. Okay, das passt. Wo ist unser Hintern? Oh ja, das passt ja ganz locker. Södele, Handbremse rein. Sonst unglücklich. Und hier einmal ab. Yes, I know. Okay, das Ventil machen wir erstmal wieder zu. Mal ganz kurz schauen, was passiert. Okay, und bei dir? Ah. Ist das jetzt auch wirklich drunter? Nö, aber das hätte man vielleicht in der Grube machen sollen. Gut, die wäre mal leer. Ich glaube, für heute ist mal gut. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Wir machen hier mal aus. Ist jetzt natürlich nicht der perfekte Standort für die Lok da. Und dich machen wir auch mal aus. Vor allem der Generator. Boah, dieser hohe Ton von dem. Okay, irgendwas vergessen? Ja, nee. Handbremse. Und dann mal schauen, was wir in der nächsten Episode mit der machen. Als erstes werden wir hier nochmal den Job abgeben. Und hoffen, dass es annimmt. Wo ist die Hütte? Da hinten. So, guck mal. Ich habe einen Job für dich. Da ist nichts passiert. Normalerweise kriege ich doch eine Auftragsbestätigung. Wo ist die hin? Okay, keine Auftragsbestätigung. Dafür haben wir jetzt wieder 20.000 Geld. Nice.
Und dann würde ich sagen, wenn wir mit der Dampflok mal irgendwo hinfahren. Ich weiß nicht, ob wir von hier aus irgendwo hinfahren oder ob ich mich teleportieren werde. Mal gucken. Ja, das war auf jeden Fall ein kleines Abenteuer da. Vor allem, dass man da zum ersten Mal echt die Dampflok zerrissen hat. Aber es macht Spaß. Braucht ein bisschen mehr Übung, aber es macht Spaß. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode von Derail Valley. Bis dahin. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.